Zur Spielwarenmesse in Nürnberg gibt es drei Neuheiten aus dem Hause NSV. Die drei Spiele möchte ich jetzt ganz kurz mal vorstellen, was es geht, damit ihr einen Überblick bekommt. Je nachdem werden wir das ein oder andere Spiel auch noch im Nachgang ein bisschen vorstellen, je nachdem als Gameplay-Sequenz. Aber in dem Video soll es um einen kleinen Überblick gehen. Fangen wir an mit dem größeren Spiel, in dem Fall Contact, Signale aus dem All von Steffen Bendorf. Wie gesagt, von der Angabe 2 bis 5 Spieler, 20 Minuten ist ab 8 Jahre und ich habe es einfach mal aufgebaut, man sieht die anderen Spiele parallel auch. Und bei diesem Spiel geht es darum, ein Raumschiff von einem Planeten zum nächsten zu steuern. Klingt eigentlich ganz einfach, fragt sich nur, zu welchem Planet man ansteuern will und wie viele Planeten überhaupt im Spiel sind. Und dadurch lässt sich auch der Schwierigkeitsgrad ändern. Ich habe jetzt einfach mal alle Plättchen aufgebaut, natürlich alles sehr eng. In der Praxis wäre das ein bisschen größer. Das Feld ist 40x40 normal groß und ihr nehmt am Anfang auch nicht alle Planeten. Wo ihr ihn erreisen müsst, bestimmt ein Mitspieler. Das heißt, es gibt Planetenkarten in den ganzen verschiedenen Buchstaben, die werden gemischt, ein Teilbereich wird rausgenommen und der Spieler, der weiß, wohin es geht, sieht natürlich den Zielplaneten. Und er muss den Mitspielern, beziehungsweise dem Mitspieler, je nachdem wie er das spielt, Hinweis geben, wo er das Raumschiff hinsteuern soll, damit es auch so eine Signalkarte, so eine Punktekarte gibt. Weil es ist ja möglichst das Ziel, viele Punktekarten zu erringen. Wenn man alle hat, dann hat man natürlich den perfekten Flug gemeistert. Das Besondere ist aber der Flug an sich, weil der Spieler, der den Buchstaben kennt, der Planeten, wo es hingeht, der nutzt seine Hand dazu, um dem Mitspieler zu zeigen, wo der Flug hingeht. Das heißt, wenn der Flug startet, hebt er quasi die Hand. Und wenn der Flug dann endet, dann lässt er die Hand wieder liegen. Ja, je nach Zeitfenster hebt er die Hand länger oder mal kürzer, sodass die Mitspieler überlegen müssen, wohin der Flug wohl geht. Aber der Spieler kann auch Zwischenstopps machen. Das heißt, er kann die Hand heben, wieder hinlegen, wieder heben, wieder hinlegen, wieder heben, vielleicht ein bisschen länger und dann wieder hinlegen. Sodass natürlich hier der Flug über verschiedene andere Planeten geht. Hier ist natürlich ein absolutes Extrembeispiel. Normalerweise macht man auch die Asteroiden raus, je nachdem, wie ihr spielen wollt. Aber ihr merkt, je nachdem, die kurze oder lange Strecke. Man darf auch nicht direkt auf diesen Planet fliegen, sondern muss praktisch hier drumherum fliegen. Und so funktioniert das ganze Spiel. Ist natürlich sehr ungewöhnlich. Und was die erste Partie angeht, das hat man auch recht schnell geschafft. Also ihr solltet auf jeden Fall mehr Karten, mehr Planeten, je nachdem Asteroiden hinzunehmen, ist dann auch die Profi-Variante. Und das war in dem Fall ein Kurzüberblick zu Contact. Das zweite Spiel der Reihe ist Wir sind Roboter, ab 5 Jahre von Reinhard Staupe, 2 bis 6 Spieler und geht 15 Minuten. Und da ist einfach so ein Stapel an Karten enthalten mit Vorder- und Rückseite und einige Chips, wie man dann hier sieht. Und ja, wie läuft das Ganze ab? Wir haben jetzt hier ja praktisch so ein Seil in dem Fall. Ausgehend von dem Punkt, Startpunkt, sind ja hier verschiedene Gegenstände abgebildet. Es ist die Frage, wo der Roboter landen will. Und hier ist ja eine Zahl. Und ein Spieler bestimmt auch, wie weit das ungefähr geht, beziehungsweise wie weit das geht. Der hat nämlich diese Karte vor sich liegen. Und die 3 sagt diesem Spieler, der diese Karte sieht, dass es eher im Schneckentempo vorangeht. Das heißt, er hat hier die 3 und hat hier den Bereich. Und wohin muss es gehen? Es muss zu dem Hufeisen gehen, was natürlich hier angegeben ist. Die Mitspieler sehen genau diese Karte. Und der Spieler, der die Karte vor sich hat, der sagt natürlich irgendwann Start. Und irgendwann sagt er Stopp. Und dann müssen die Spieler überlegen, wohin ging das jetzt in dem Fall. Am Anfang wird man wahrscheinlich sagen, der Wecker oder das Buch hier in dem Fall. Es ist natürlich immer abhängig von den Spielern, wie lange sie sich Zeit lassen, was für sie das Schneckentempo ist. Weil wenn es eine Rakete ist, dann könnte ich ja sagen, Start, Stopp. Und dann wird man sagen, okay, war es jetzt eine Rakete, war es jetzt langsam, war es jetzt schnell? Da braucht man sehr viel Spielerfahrung. Und je nachdem, wie die Spieler tippen, bekommen sie mehr oder weniger Chips. Das Spiel ist eine richtig knackige Herausforderung. Und nach den ersten 10 Partien
hat man immer noch nicht diesen Flow dann in dem Fall. Weiß noch gar nicht und kann das kaum einschätzen. Ist also durchaus eine richtig gute Herausforderung. Ist gar nicht so einfach. Mal schauen, ob wir das euch als Gameplay-Sequenz dann präsentieren, weil wir hatten mit unseren Kindern auch teilweise echt die Probleme, weil wir gar nicht einschätzen können, wer jetzt schnell, wer jetzt langsam, wie ist das zeitlich, wenn man sagt Start, und gleich wieder Stopp, war das jetzt langsam, war das schnell, steht auch in der Anleitung drin, man soll sich auch sehr viel Zeit nehmen für das Spiel, bis man auch die Mitspieler, die Kinder einschätzen kann, wohin in dem Fall der Roboter fährt und wo er Stopp macht, um dann hier so einen Chip zu bekommen. Also ähnliches Prinzip auch wie diesem Zeitfenster, wo man sich Zeit lässt, wo man einschätzen muss, aber ein knackiges Kinderspiel, wo man wirklich sehr viel Geduld braucht, um überhaupt in das Spiel reinzukommen. Ich habe ja gesagt, 5 bis 10 Partien sind locker erforderlich. Also die Hürde ist da auf jeden Fall schon ein bisschen hoch. Also schon knackig und nicht jedermanns Geschmack. Und das letzte Spiel der Reihe ist The Game von Steffen Bendorf. Und wichtig der Zusatz Quick and Easy. Es handelt sich also um eine einfachere Version von dem Standardspiel The Game, was der eine oder andere sicherlich kennt. Es ist für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahre. Und einfacher deswegen, weil Farben hier noch zur Geltung kommen. Ich habe das jetzt auch hier parallel aufgebaut. Der Spieler oder die, wo jetzt The Game kennen, die wissen Bescheid. Man hat hier eine Karte, wo Aufsteigenkarten abgelegt werden und hier, wo Absteigenkarten gelegt werden. Wenn man sich die Karten anschaut, ist jetzt auch erst einmal gar keine Besonderheit, aber es sind hier Farbkarten enthalten. Und das ist eine absolute Besonderheit und das macht das Spiel auch einfacher. Jeder Spieler hat nämlich 2 Karten auf der Hand und versucht natürlich 1 oder 2 Karten ausspielen für Profis. Ihr könnt auch in dem Fall nur eine Karte ausspielen, das wird auch angegeben. Aber am Anfang, nach dem Standardregel, hat man 2 Karten und spielt 1 oder 2 Karten aus einem dieser Stapel. Man muss natürlich immer ausspielen können, weil Ziel ist es ja auch, den Stapel durchzuspielen. Ja, den Rückwärtstrick war ja so angewandt, dass man bei dem normalen Standardspiel The Game auch solche Schritte machen konnte, um die Zahl wieder zu senken. Das ist jetzt hier bei diesem Spiel auch möglich, ist aber vereinfacht, weil man darf natürlich auch Farbkarten ausspielen. Das heißt, wenn ich jetzt eine 8 ausspiele, dann kann der nächste Spieler auch eine Farbkarte ausspielen und die 2 legen. So hat er den Wert wieder verringert. Das macht das Ganze natürlich wieder einfacher und kindgerechter, könnte man dann je nachdem dann sagen, also mit Jugendlichen, mit nicht so erfahrenen Spielern in Familien, habt ihr da auf jeden Fall ein einfacheres Spiel, weil The Game ist natürlich schon knackig, da müsst ihr die 10er-Werte einhalten, um natürlich passende Karten zu spielen. Und da habt ihr nicht die Möglichkeit, solche Farbkarten auszuspielen. Hier habt ihr allerdings die Möglichkeiten. Fragt sich, ob das wirklich einfacher ist. Das kann ich vorwegnehmen. Wir haben in dem Fall, ich glaube, 5 oder 6 Partien gebraucht. Dann haben wir es wirklich geschafft, mal in dem Fall alle Karten loszuwerden. Da könnte man dann sagen, ja, dann habt ihr das geschafft, dann ist das langweilig. Wir haben aber auch sehr viel Erfahrung mit Spielen bzw. mit The Game und kennen das Spiel schon fast in- und auswendig und haben das auch schon mehrfach geschafft. Deswegen fiel es uns jetzt nicht so schwer, das auch wirklich zu schaffen. Man darf sich natürlich nicht unterhalten, welche Werte man auf der Hand hat. Je nach Kinder, wo man gespielt hat, oder mit Melias, je nachdem gibt es da vielleicht im Nachgang noch ein Gameplay, ein Video, hat man sich natürlich abgesprochen, okay, ich habe eine grüne Karte auf der Hand, ich habe eine gelbe Karte auf der Hand, was kannst du jetzt, okay, dann spielst du die lieber oben aus und hier unten nicht. Da hat man auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, aber da bin ich wieder beim Thema, wer jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat oder The Game je nachdem gar nicht kennt, dann ist es durchaus eine knackige Herausforderung, kann ich mir durchaus vorstellen. Und wenn man das Spiel dann gut findet, dann kann man durchaus sagen, okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und holen uns The Game. Das Spiel hat ja auch etliche Auszeichnungen bekommen, also durchaus ein richtig tolles, kooperatives Familienkartenspiel, was man durchaus im Auge halten haben sollte. Ja, das waren alle 3 Spiele im Überblick. Ich habe einfach gedacht, ich warte jetzt nicht so lange und stelle die euch einfach dann nochmal knackig vor. Mein Favorit ist nach wie vor The Game in dem Fall, weil das einfach Spaß macht, auch wenn wir es jetzt schon geschafft haben ein paar Mal, aber man spielt es immer mal wieder zwischendurch, weil es können ja auch mehr Spieler mitspielen, neue Spieler mitspielen, das ist immer wieder eine Herausforderung und man will es natürlich auch schaffen.
Was Contact angeht, ist am Anfang sehr ungewöhnlich, fand ich ein bisschen seltsam von der Spielweise mit der Hand, aber es hat überraschend gut funktioniert. Wir haben die ersten zwei, drei Partien, die haben wir verhauen, da hatten wir überhaupt keine Chance in dem Fall, aber irgendwann hatten wir ein Gefühl für die Hand, für den Flug, für den Zwischenstopp, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ja, und Probleme hatten wir eher mit, wie sind die Roboter, weil wenn man überlegt, Erwachsene spielen mit, der Elia spielt mit, dann die Alina, die ist noch jünger, die spielt mit, die hat noch ein ganz anderes Zeitverständnis, was langsam und schnell angeht, und es ist ja auch ab 5 Jahre angegeben, also deswegen haben wir es ja auch mit ihr ausprobiert, aber es war dann doch ein bisschen zu heftig, teilweise zu frustig, also hat dann doch nicht so gezündet zum aktuellen Zeitpunkt, wie wir uns das vorgestellt hätten. Ja, das waren alle Infos. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann klickt gerne auf Abo. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut, gibt es die Spiele auch schon im Handel. Dann könnt ihr unten gerne in die Beschreibung reinschauen. Es wäre super, wenn ihr über diese einzelnen Links dann euch das eine oder andere Spiel oder andere Sachen dann holt, weil da unterstützt ihr uns auf jeden Fall. Ich sage tschüss, macht's gut und bis bald.